Hallo Leute, heute kommt mal ein bisschen ausführlicheres Video. Ich tausche mal die Kompressorriemenscheibe in den Jaguar und ja, habe das jetzt mal auf Video aufgezeichnet. Ich habe mich für eine Riemenscheibe aus Edelstahl von dem englischen Hersteller Powerhouse UK entschieden. Diese hat einen 6%igen Drehzahlanstieg gegenüber der originalen Riemenscheibe. Und ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie man die einbauen kann. Wie gesagt, Edelstahl-Riemenscheiben sind wohl besser als die aus Leichtmetall, weil sie robuster sind und weil sie auch bei Hitze nicht durchrutschen. Allerdings sind sie schwieriger zum Installieren, aber seht selbst. Das ist der alte Pulli. So, das ist die Riemenscheibe, die ist sehr sauber verarbeitet, sprich keine Grat oder so. So, nun kommen wir zum Einbau. Hier ist einmal die originale Anleitung, die habe ich jetzt nicht so richtig befolgt, weil ich einfach nicht die alte Riemenscheibe abschneiden wollte oder anschneiden wollte. Ich hatte auch ein bisschen Angst wegen Funkenflug und Feuergefahr bei einem Benziner und natürlich, dass ich zu weit schneide und den Kompressor beschädige. Wenn man sich das Aufschneiden ersparen möchte, gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Eine davon zeige ich jetzt. Das ist, man kauft einen Abzieher, der so aussieht wie dieser hier. Der kostet ungefähr 200 Euro, da er aus USA kommt mit Versand. Und mit diesem kann man garantiert die Riemenscheibe zerstörungsfrei und sicher abziehen. Da mir dies aber zu teuer war und ich jetzt auch nicht wochenlang warten wollte, bis der aus USA ankommt, habe ich eine andere Möglichkeit gewählt. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für dieses Modell entschieden. Das kostet nicht nur deutlich weniger, ich glaube ungefähr 25 Euro, sondern ist auch sehr, sehr, sehr schwer und sehr robust gefertigt. Konzipiert war es eigentlich für Riemenscheiben an Servopumpen. Da die alte Riemenscheibe mit über 20 Tonnen auf die Welle aufgepresst wurde, sollte man von so einem Abzieher die Finger lassen, da man nicht nur den Pulli, sprich die Riemenscheibe, beschädigt, sondern auch, wenn es ganz schlecht läuft, den Kompressor selbst. Vor der Montage sollte das Gewinde nochmal gut gefettet werden, da es extrem belastet wird. Wichtig ist jetzt, langsam und gleichmäßig den Druck zu erhöhen, dass der Kompressor nicht übermäßig belastet wird. So, wie man sehen kann, war die Demontage erfolgreich. Und die Riemenscheibe selbst hat, wie man hier sehen kann, jetzt auch nicht übermäßig viel gelitten, aber mir war es eigentlich sowieso egal, da ich die Riemen nicht mehr weiterverwenden werde. Um die Montage einfacher zu gestalten, wird jetzt die Riemenscheibe auf größtmöglicher Hitze für eine halbe Stunde lang erwärmt. Und jetzt hier nochmal als Vergleich die neue und die alte, und die neue ist definitiv kleiner. So, die neue Riemenscheibe wurde erfolgreich montiert. Nun kommt der Probelauf.